Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Battlefield 4. Wir spielen eine Runde Domination. Ich bin jetzt mit der CZ unterwegs. Bin mal gespannt, ob sich das ausgeht. Ich habe diese Map hier noch nie im Domination gespielt, merke ich gerade. Das Ganze ist hier, glaube ich, relativ eng. Gib mir Leben, gib mir Leben. Ja, das ist nur. Ah, das ist nur dieser innere Teil von dem Berg. Das ist ja nice. Der Bergteil ist echt der beste Infanteriepart zumindest. Obwohl ich draußen den Part eigentlich auch relativ gerne mag. Weil es da auch relativ gut zur Sache geht. Gerade mit Fahrzeugen halt. Oh, oh, oh. Der hat gut gefressen, aber er ist mir ganz umgefallen. Mein Magazin war leer. Kann mir vielleicht auch jetzt wieder angewöhnen, ein bisschen mehr nachzuladen. Wir sind nicht mehr im Hardcore. Killhilfe 49 reicht. Kommt da noch was durch? Oder können wir hier pushen? Ich sehe nichts. Ich sehe nur noch Explosionen. Ist ein bisschen übertrieben. Da. Oh, 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 oh. Nein, von da kommen sie auch. Ich dachte, ich müsste mich zurückziehen und dann bin ich vielleicht voll in ihr Feuer. Wir haben mich zurückgezogen. Shit. Ich frage mich, ob Pro-Spieler von Battlefield die Effekte und all das erstmal runterdrehen. Ich denke schon. Ich denke, das ist ein bisschen einfacher dann zu sehen, wo die Gegner kommen, wenn nicht alles so extrem explodiert und vielleicht einen ablenkt davon, aber wäre schon Pro-Spieler im Battlefield. Wir wollen doch die schönen Explosionen und so nicht beschneiden. Das ist doch so das Schöne an Battlefield. Oh, oh, oh. Das war bei mir Zufall, dass du mich da getroffen hast, mein Freund. Aber dass ich da jetzt von links getroffen werde, ist, glaube ich, kein Zufall mehr. Oh, hoch. Hoch, hoch, hoch. Wie die Lampe da sogar so... Woher wusste er, dass ich hier bin? Er kam raus aus dem Smoke, hat sofort losgesprayt. Und ich habe eine schallgedämpfte Waffe, nichts. Ich meine... Gespottet vielleicht. Aber komisch war es auf jeden Fall. Das ist ein bisschen das Problem. Man weiß im Battlefield nie, wie sauber die eigentlich spielen, weil wenn nicht jemand sofort abaimt, kann es ja vielleicht gespottet worden sein oder sonst was. Weißt du halt alles nicht. Sieht man auch nicht. Frag mich, wie fair die Battlefield 4 Spieler sind. Na, geht doch. Weiß ich, ob ich hier rüberkomme, ohne zu sterben. Ich glaube nicht dran. Boah, von allen Seiten bin ich hier gleich im Arsch. Aua, und dann explodiert mir der halbe Hintern weg. Die Position kann ich nicht mehr lange halten. Boah, da kommt von da auch wieder einer. Ich dachte, von da aus würden mal Teammates mir langsam helfen kommen. Und es ist wieder derselbe. Das ist schon das dritte Mal, dass er mich jetzt umgesäbelt hat. Aha. Und hier so irgend so ein 20-4. Entweder guter Spieler. Oder ein paar Hackerinos am Laufen. Wer weiß, wer weiß. Boah, da geht nichts rein. Jetzt sterbe ich, oder? Ich glaube, ich pushe lieber hoch. Unten ist mir das zu heiß. Aber hier oben wird es auch gerade lustig. Oh, sorry, ja, du brennst jetzt weg. Ich weiß. Sorry, war keine Absicht. Kann doch nicht wissen, dass die das gleich in Brand setzen. Ich würde ja gern vorpushen, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Flashbangs wären, glaube ich, ganz nice. Okay, ich hab den. Warte, ich versuche dich auch wieder zu retzen. Reicht mit der Range. Bip, 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 bip. Oh, oh Gott, ich musste in die Ecke. Die Ecke hat mich nicht gesaved. Da stand irgendwas. Why? Die Ecke war nicht lieb zu mir. Irgendwas stand in der Ecke. Ich glaube, irgend so ein gelber... Was heißt gelber? Irgend so ein gammeliger Container stand da oben. Und sich nicht komplett da reinstellen kann. Shit, da mal. Hallo, hallo, hallo. Danke. Hm.
Warte, komm, steh wieder auf. Ich weiß, dass ich dir den Arsch gerettet habe. Oh, 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 mein Popo, mein Popo, mein Popo. Fuck, ich wollte da ran. Bin ich ganz zugekommen. Und dann ist mir aufgefallen, ach, die Diegel ist ja gar keine automatische, deswegen tock. Und dann tock, 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 ey, ich hätte durchziehen müssen irgendwie. Oh, Spawn. Geht gerade nicht gut aus für unser Team. Ich wurde das relativ fertig gemacht. Das wird auch wahrscheinlich noch eine zweite Runde, weil die ein bisschen kurz wird. Ja, wir haben gerade erst 5 Minuten runter. Ja, macht Spaß, macht Spaß. Sieht nicht gut Chirino aus hier. Ah, zu langsam gewesen, ne? Ah! Okay, da kein Wunder, dass ich da kassierte, dass der wieder zurückgekommen ist, ey. Es war auch wieder so mega offen, da waren so mega viele Leute unterwegs. Ja, mal gucken, wie die nächste Runde laufen wird. Ich hoffe, wir gewinnen die nächste Runde. Kann ja nur besser werden. Okay, kann doch schlechter werden, aber wir werden sehen. Was ist die nächste Map? Vielleicht kann man Next Map eingeben, mal gucken. Next Map. Funktioniert nicht, gut. Ein paar Punkte, ein wenig Bonus. Eigentlich war Battlefield der nächste Rundentimer irgendwie noch länger als im Hardline, habe ich das Gefühl. What map now? Yeah, das war auch meine Frage. Was muss man hierfür eigentlich alles machen? Spiel 10 Stunden Final Stand. Okay, habe ich bald. Gewinne 10 Runden Operation Whiteout. Gewinne 10 Stunden. Okay, man muss auf den Runden gewinnen. Oh, die Map ist aber kacke. Man muss die Runden auch gewinnen. Und so geil ist die Tarnung dann. Sieht komisch aus. Sehr krüppelkruffel. Mal gucken. Ich hätte gern Tatooine. Seidenstraße heißt sie. Ja, okay, nochmal Final Stand und wir spielen Vorherrschaft. Hammerhead. Mal gucken. Ist dieselbe Map. Wollte gerade sagen, was ist das für eine Map, aber es ist dieselbe Map. Okay, dann halt nochmal. Selbe Waffe oder nee, ich würde die MP7 gerne nochmal ausprobieren. Die MP7 ist eine richtig krasse Nahkampfwaffe. Hab sie vorhin ein bisschen im Stream ausprobiert. Läuft, läuft. Hab leider noch nicht viele Aufsätze oder so freigeschalten, aber ich denke, Laservisier und das Reflexvisier ist auch okay. Go, go, go. Einnehmen. Bloop. Punkte nehmen wir mit. Ganze 50. Oh. Oh. Was war das? Irgendwas ist, glaube ich, gerade gecrashed oder so. Aufnahme läuft noch. Battlefield läuft noch. Who cares? Oh, die Granate. Nein, die zweite Granate aber, glaube ich. Ah, fuck, die erste Granate war kacke. Hat er mich überhaupt mit der Granate getötet? Weil da steht die Zifts. Ja, wird wahrscheinlich die Granate gewesen sein. So, Bug. Wollte gerade sagen, wie soll er das sonst gemacht haben? Unten an der Kante war wer. Aber ich versuche jetzt hier oben ein bisschen was zu holen. Indem ich sie jetzt nämlich einfach umpushe mit der MP7. Fehlt auf jeden Fall noch ein gescheiter Griff. Da ist der Klappgriff dran und der ist kacke. Kompensator könnte man sich auch mal angucken. Wie viel da hinten ist. Granate flieg! Nein, Granate flieg! Juhu! Ich dachte, die kuscheln da noch ein bisschen länger. Ey. Da waren so viele. Also da können wir mehr mitnehmen. Warte mal, Kompensator können wir mal ausprobieren. Warum nicht? Und ab dafür. Oh, was war das? Kam denn da schon wieder für ein Verein um die Ecke, ey? Heftig. 4, 5 Leute, ey. Mögen mich, glaube ich, nicht. Die haben mich nicht unbedingt besonders lieb. Spawn. Ah! Ah! Spawn, Spawn, nicht gut. Nix gut, nix gut, nix gut. Permanent dieser Penner mit seiner M16A4, der mich irgendwie von irgendwie Seite oder von irgendwo wegmäht. Pack, Mann. Aber auch keine Zeit, mich irgendwie gescheit zu platzieren gerade. Ich spawne und bin sofort irgendwie mitten im Gemetzel. Muss drauf reagieren.
nicht gut. Oh, 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 wow, 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 wow. Ah, und er ist schon wieder, mit der M16A4. Aber gut, die Schelle habe ich auch verdient. Unser Team macht es nicht gerade besser als letzte Runde, habe ich das Gefühl. Versuchen wir wenigstens das hier jetzt einzunehmen. Das sollten wir hinkriegen. Kümmert sich auch keiner außer mir drum, ne? Super Team. Meine Objekte sind ja total unwichtig in Domination. Stimmt schon. Ach scheiße, ich kann mich ja gar nicht heilen. Da kommen auch noch... Oh, da kommt noch einer! Mann, da sind immer so Battle mit irgendwie so 3, 4 Leuten. Was soll man denn da machen? Pimmelwürstchen werden zerstört. Auch irgendeine Waffe, die auf 5 Leute gleichzeitig schießen kann. Aha, hier oben ist keiner. Oh, komisch. Oh Gott. Da war auch einer. Ja, auf Entfernung ist das Ding halt mega rack. Dafür mäht sie halt im Nahkampf gut dumm. Wäre da nicht schon wieder so zwei, dass ich mit einmischen würde. Dieser Penis. Penis, Penis, Penis. Hundertprozentig gefällt mir die Waffe nicht mehr. Hat halt so einen großen Nachteil, wenn es so ein bisschen auf Entfernung geht. Dafür mäht sie halt so richtig los. Und ey, jedes Mal einen getötet. Sofort. Oh, 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 oh. Okay, da hätte ich früher nachladen müssen. Ich laufe auch so permanent so Wespennester gerade rein. Richtig schlimm gerade. Aua. Wir wollen nichts dann zum Heilen. Das ist halt ein Nachteil. Hätte ins Auge gehen können. Was? Wow, da von rechts, da sniped einer. Das kriegt doch keiner mit. Wucke, 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 wucke. Ich nehme eine andere Waffe, die gefällt mir jetzt nicht hier im Nahkampf. Das ist ein übelstes Gemetzel, aber irgendwie ist die Waffe da nicht so 100%. Ich brauche irgendwas Schönes. Irgendwas Sturmgewehrmäßiges, was so richtig... Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe keinen Bock auf die AEK. Die bratzt halt nur so extrem. Die ist eigentlich nicht so geil, aber ich nehme sie mal. Okay, das ist weg. Das Visier gefällt mir vor allem nicht, ey. Ah, damit geht aber ganz gut rein. Auch wenn die Gegner ein bisschen Entfernung haben. Oh Gott, jetzt muss ich mich heilen. Ah, meine Heilung. Sie fährt einfach weg von mir. Weg hier. Ah, shit, wir haben uns gegenseitig getötet. Beim Sturmgewehr geht deutlich mehr rein, ey. So dumme MPs, die sprayen einfach auf Entfernung. Einfach nur... Wenn wir da was treffen. Ah, fuck spawn. Mach die scheiß Lampe aus. Oh, komm ich da runter, ohne zu sterben? Ja, runter schon. Wie weit ist eine andere Frage? Pre-Fire um die Ecke. Nicht funktioniert. Der hat sich hingelegt. Fuck! Und er hat mich auch geholt damit. Fuck. I tried, I tried. Ja.
finde es ein bisschen nervig, dass das Licht hier so komisch orange ist die ganze Zeit. Ist. Verpisst euch! Oh Gott, die Granate. Wie viele schon wieder? Boah, was da ruhig kommt. Boah, das sind so viele. Übertrieben, ey. Jetzt laufen die alle in so einen riesen Wubbel-Wubbel. Oh Gott, da hinten ist der Wubbel-Wubbel. Alle ein bisschen angepupst. Ab nach. Oh, come on, 37. Ja, egal. Man kann ja eh nicht bei den Dingern spawnen. Oh, das sieht schon wieder schlecht aus für unser Team, ey. Die laufen irgendwie mal als Pulk hier irgendwo durch und mähen uns weg. Fuck my life, ey. Auch da schon wieder. Hat der dich jetzt von draußen getötet oder ist er gerade nach draußen gelaufen? Ich glaube, er ist nach draußen gelaufen. So einer dummen Shotgun, aka, whatever, Pimmelwaffe. Jetzt haben wir auch gar nichts mehr, ey. Ich dachte, die gehört zu unserem Team. Ja, holt euch doch mal den scheiß Punkt da in der Mitte. Sonst ist es gleich schneller vorbei, als ihr Roffelkopter sagen könnt. Oh, die Granate. Rein da, rein da. Okay, dann halt nicht da rein. Pushen die nicht durch die Tür doch. Wusste ich doch. Und jetzt poppt mich schon wieder wer von oben weg. Und knallt hier Granaten ran. Und wie lange versucht er mich jetzt zu tryharden? Ich glaube, er hat aufgegeben. Wo sind sie? Wo ist der Rest? Oh, schon wieder vorbei. Mann, 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 Mann. Nicht ganz geschafft, aber überleben. Die kriegen wir noch für dafür Punkte, wenn wir jetzt die Flagge einnehmen. Ja! Lol. Naja, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Battlefield. Mal gucken, was wir dann für eine Waffe benutzen. Hm, mal sehen, mal sehen, mal sehen, mal sehen. War auf jeden Fall ganz nett. Ich meine, wir haben unser Bestes gegeben für unser Team, aber wir haben es leider nicht geschafft. Naja, schade drum. Bis dann, macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.